Du Christian, was glaubst du, sollten wir unseren Kunden im Innovation Day 2021 alles erzählen? Also womit ich auf jeden Fall starten möchte, wären die ganzen coolen neuen Features vom Deep Learning Tool, vor allem das Training und Evaluieren von Deep Learning Modellen und das Ganze ohne Programmieren zu müssen. Ja, das finde ich ist eine sehr gute Idee und dann können wir gleichzeitig in dem Zuge unseren Kunden die Frage beantworten, welches unserer Produkte sie wann hernehmen sollten, um das Bestmögliche aus ihrem Deep Learning Prozess rauszuholen. Genau, noch weiter gefasst als das, würde ich gerne unser Bild von Deep Learning allgemein vermitteln und wie wir diese rapiden Innovationen in dem Bereich unseren Kunden verfügbar machen wollen. Das ist sehr gut und ein Beispiel dafür wäre die DeepOCR, ein neues Feature, was wir jetzt mit der 2011 released haben. Und wenn wir das live zeigen, können wir unseren Kunden die Möglichkeiten darbieten, die Deep Learning bringt, um bestehende Technologien auf das nächste Level zu geben. Genau, und am Ende auf jeden Fall noch ein Ausblick auf die Roadmap vom Deep Learning Tool und welche sonstigen Features wir im Bereich Deep Learning 2021 noch im Petto haben. Klingt spannend für Sie? Dann registrieren Sie sich jetzt für unseren Innovation Day im Februar 2021. Wir freuen uns auf Sie.